So. Probier's mal. Also da meint, er hat Corona. Was geht ab? Ich heiße euch wieder willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Heute haben wir es Dienstag, den 3. März. Wow, wir haben schon März. Und ich bin heute in meinem Haus gemacht. Ich werde mich auch nicht großartig fertig machen heute. Also müsst ihr euch damit zufrieden geben. Ich bin daheim. Ihr seht da hinten Zane auf der Couch liegen. Nabila ist hier hinten, die schläft. Zane ist heute zu Hause geblieben, gestern auch, weil es ihm nicht so gut ging. Der hat gefiebert. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, bleib da zu Hause. Und ja. Geht's dir besser? Komm mal her. Ja, ihm geht's jetzt auf jeden Fall besser. Ich bin jetzt gerade am Kochen. Ich mache gerade Gemüsesuppe für ihn. Für uns muss ich natürlich auch noch ganz normal kochen. Willst du Wasser trinken? Na, warte. Genau, gestern war ich einkaufen und ja, in München gibt es ja Gott sei Dank noch einiges. Ich habe schon gesehen, in ganz vielen Bundesländern machen ganz viele schon Hamster-Einkäufe. Ich glaube, bei uns auch schon, aber ich kaufe eigentlich immer so ein. Ihr kennt mich ja. Hier, halte mal das Wasser. Ja, ich kaufe ja Anfang des Monats immer ein bisschen mehr ein als sonst. Und wir haben auch alles da, was wir brauchen. So für den Monat sowieso. Und ja, ich hoffe, ihr konntet noch was ergattern, was ihr halt gebraucht habt. Ich hatte jetzt vor, heute mal Hustensaft selber zu machen. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich habe alle Zutaten dazu gekauft. Ich habe gelesen, man braucht Zwiebeln, Zitrone, Salbei und noch irgendwas. Muss ich mal schauen. Und ja, da dachte ich, ich nehme euch vielleicht mit. Heute sollte ja eigentlich ein normales Video online kommen. Ihr kennt es mich ja. Mittwoch kommt eigentlich ein normales Video. Und ich hatte auch schon eins geplant. Aber ich schaffe es nicht, weil Zane krank ist und Nabila. Ich schaffe es einfach heute nicht. Deswegen dachte ich, komm, dann schmeiße ich halt die Kamera an und vlogge für euch. Sultan ist in der Arbeit, wie immer. Und der müsste aber auch gleich nach Hause kommen. Deswegen koche ich schon mal, beziehungsweise ich mache eine Soße, eine Tomatensoße. Das ist halt so unsere Basissoße, die eigentlich immer da sein sollte. Damit es halt immer schnell geht. Damit er einfach, also wenn ich mal nicht daheim bin oder mal keine Zeit habe, damit man halt nur noch Reis oder Nudeln kochen muss. Und ja, die mache ich jetzt. Und heute gibt es dazu Reis. Gestern habe ich mal versucht, Schnitzel zu machen, weil wir hatten halt noch Fleisch übrig. Und es wurde genauso gut wie Sultans. Also jetzt langsam kann ich es auch. Ich werde trotzdem noch so tun, als würde ich es nicht können, damit er es immer macht. Aber schmeckt gut. Oh, komm her, dein Becher. Viele haben ja geschrieben, oh, sie machen es auch mal nach und so. Probiert es auf jeden Fall. Schmeckt richtig gut. Ansonsten habe ich eigentlich gerade nichts zu erzählen. Lass ich mal die Suppe kochen. Ich bin ein Roboter. Du bist ein Roboter? Also sehen geht sie da sehr gut. Merke ich gerade. Sie jetzt wach? Ach, hallo. Hallo. Falls jemand schon nach der Suppe fragt, das ist nichts Besonderes. Ich habe halt Suppengrün gekauft, Karotten klein geschnitten, Kohlrabi, glaube ich, war da drinnen klein geschnitten, Lauch, Sellerie klein geschnitten und dann halt alles aufkochen und Brühe dazu, Salz und Pfeffer ein bisschen. Also nichts Besonderes. Schauen. Gleich sehen. Ja, okay, gleich, okay? Siehst du? Ja, ich finde Papa Wutz nicht so gut, aber du darfst schauen, aber warte, lass mich mal jetzt kurz kochen. Genau, was ich gestern nicht bekommen habe, war Tomatenmark. Aber ich gehe mal später zu einem anderen Lidl und schaue danach, ob wir da noch was kriegen. Aber wir haben ja Gott sei Dank alles immer in Überfluss daheim. Deswegen, das reicht noch aus für den Monat auf jeden Fall. Ich habe auch gehört, dass viele kein Wasser finden und so. So, ich konnte gestern auch noch Wasser ergattern. Naja, ich hoffe, das mit diesem Coronavirus lässt dann irgendwann mal nach und dass wir das alle gesund überstehen, mehr oder weniger. Ich finde es schon scheiße und so und es nervt, dieses Thema nervt mich einfach. Aber ich nehme es schon ernst, aber ich habe keinen Bock mehr. Kennt ihr das? Ich habe aber keinen Bock mehr auf dieses Thema. Das ist mehr auf Instagram, alles ist voll von diesem Thema. Ich verstehe schon, ja, die Panik und so, aber das hilft doch niemandem, oder? Probier mal den Saft, der schmeckt gut. Schmeckt er dir? Ja.
Trink nochmal. Bestimmt schmeckt sie gar nicht. Ist lecker? Okay. Ist gut? Nein. Schmeckt dir nicht? Ja. Ah, ja, was denn jetzt? Es schmeckt gut. Ja. Ihr seht mich heute dann nur hier in der Küche. Aber that's my life, ne? Und später muss ich die Wäsche machen. Zusammen. Ich habe einmal Salbei gestern gegessen. Sam hat gerade seine Suppe gegessen. Ich musste ihn ein bisschen zwingen dazu, aber er hat sie gegessen. Jetzt bin ich dran. Ich lasse auch Nabila natürlich ein bisschen probieren. Ich habe jetzt bei mir ein bisschen Fleisch reingetan. Kommt jetzt ihr Brei. Na? Heute haben wir ja, das sind die Breie von Yamo. Vielleicht kennt ihr diese Marke. Und seit einer Woche benutzen wir die immer zum Mittagessen oder mal zwischendurch. Und heute bekommt sie einen Brokkoli-Brei. Und bis jetzt schmeckt es ihr ganz gut. Die muss man auch nicht in der Mikrowelle warm machen. Das reicht, wenn man es ins Wasserbad reintut, genau. Und sie isst die eigentlich ganz gut mit. Also sie isst die ganz gerne. Und da bin ich überrascht, weil davor die anderen... Davor habe ich auch mal die von Hip probiert und die mochte sie nicht. Deswegen habe ich dann immer selber ein bisschen für sie Essen gemacht. Oder sie hat halt dann von... am Tisch mitgegessen. Aber die von Yamo schmecken ihr richtig gut. Also sie isst es auch auf dann immer. Natürlich habe ich einen Rabattcode für euch. Und zwar mit Kunterbunt könnt ihr 20% sparen, wenn ihr Neukunde seid. Und ja, probiert es einfach mal aus. Da kann man sich richtig viele Sachen zusammenstellen lassen. Oder selber machen. Ich werde auch ganz oft nach diesen Lätzchen gefragt. Diese Ganzkörperlätzchen, die gibt es im DM. Wir haben sie zwar geschenkt bekommen, aber ich habe sie mal im DM gesehen. Um ein bisschen Vitamine zu tanken, habe ich mir Blutorangen geschnitten. Ach, meine Augen, so Leute. Ich bin jetzt im Schlafzimmer. Ich mache mich jetzt an die Wäsche. Ist schon total überfällig. Ja, das habe ich am Wochenende leider nicht geschafft. Die anderen schlafen, also Nabila und Sultan schlafen. Also machen ein Nachmittagsschläfchen. Und ich werde mir jetzt meine YouTube-Videos anschauen. Sagt mir mal ein paar YouTuber, die ihr gerne schaut. Ich schaue mir jetzt Debbie Shares an. Und dann, ja, sind noch einige offen. Ich schaue auch ganz gerne Saskia. Saskias Family Blog, wenn ihr das kennt. Die ist auch eigentlich recht authentisch und real. Die zeigt auch mal, wenn es nicht so gut läuft, finde ich richtig geil. Servus Mami. Die Shia schaue ich gerne an. Ja, ich leg mal los. Ich muss jetzt echt wirklich, solange Nabila schläft, das ausnutzen und die Wäsche machen. Schaut mal, ich wollte mich gestern schon an die Wäsche dran machen und Nabila hat hier einfach alles rausgezogen. So schaut es gerade aus, aber es wird jetzt gleich wieder richtig rappelvoll gemacht. Und da unten habe ich einfach mal Sachen reingeschmissen, die ihr zu klein geworden sind. Und die muss ich auch mal schön zusammenlegen und schauen, welche ich behalte und welche nicht. Denn die ich nicht behalte, kommen dann hier rein. Also fotografiere ich, dann stelle ich es auf Mami-Kreisel online und dann tue ich es immer hier in die Box rein. So gerade als Situationslöser. Mal sehen. Aber jetzt erstmal an die Wäsche ranmachen. Ich habe jetzt die ganzen Sachen da rausgenommen und schaut mal, wie viel ich aussortiert habe. Das sind die Sachen, die ich alles behalten wollte, falls wir irgendwann mal uns doch noch entscheiden, ein Kind zu bekommen. Aber jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall nicht. Doch einiges zusammengekommen, ne? Hier sind Zanes alte Sachen, die auch Nabila mal dann tragen kann. Und hier ist alles von Nabila. Und dann habe ich auch noch die Kiste gefunden, wo ich Zanes erste Schuhe reingetan habe. Das sind die hier, die Nikes. Seine ersten Laufschuhe für draußen. Hier die Jordans von ihm. Die wird natürlich Nabila auch nochmal alles anziehen. Das sind Adidas, ne? Und ich freue mich, wenn sie dann bald diese Schuhe anziehen kann. Das ist Größe 21,5. Das habe ich von, also 21,5.
habe ich von der Aida geschenkt bekommen zur Babyshower. Und darauf freue ich mich auch schon, wenn sie die dann endlich anziehen kann. Ja. Und das stopfe ich jetzt da wieder rein, bis ich eine Aufbewahrungsbox habe. Das ist länger her. Ich mache mich jetzt ich finde, das Licht ist so komisch. Mache mich jetzt dran und mache den Hustensaft. Freue mich irgendwie voll. Und zwar brauchen wir dafür eine große oder zwei kleinere Zwiebeln. Ich nehme mal einen an, das sind zwei kleinere. Thymian, getrocknet oder frisch. Ich habe nur getrocknete. Genau. Salbei, habe ich frisch. Honig. Und eine Bio-Zitrone steht da. Eine Bio-Zitrone haben wir auch zu Hause. Gut, dann weiter. Als erstes schneidest du die Zwiebeln. Für den Hustensaft müssen die Stückchen nicht sehr fein sein. Okay. So, und dann soll man ein bisschen Wasser reintun. Gerade so, dass es das abdeckt. Also nur ein bisschen drüber. Salbei geschnitten, hinzugegeben, Thymian reingegeben, dann Zitronenschale, weil in der Schale sind mehr Vitamine drin und Honig 2 Esslöffel und das lasse ich jetzt aufkochen, aufköcheln und dann schauen wir mal, wie es geworden ist. So, der Hustensaft ist jetzt fertig, ich habe den jetzt abgefüllt. Man kann den auch in Ganzen nehmen, also das, was halt da ist. Oder man filtert das nochmal. Ich habe es jetzt gefiltert. So, dann sagt, ich mache Drogen. Nabila hat geweint, weil sie hat probiert, es hat ihr gut geschmeckt und dann wollte sie nochmal. Ja, warte. Moment, das heißt, ich habe auch probiert, schmeckt ganz gut. Man schmeckt die Zwiebeln gar nicht. Warte, das heißt, also 2 Esslöffel Honig reichen voll aus. So, dann hustet die ganze Zeit. Jetzt habe ich das für ihn gemacht. Und Islam muss auch jetzt probieren. Probier es mal. Also da meint er, hat Coronavirus sagt. Corona. Nein, das heißt Corona. Okay. Ja. Warum lachst du? Ah. Lecker, gell? Du willst ja das Wasser gehen. Lecker, gell? Ich werde bemast, wenn er will. Ja, wenn er das singt, gell? Ja. Mega Mediziner. Ah. Oh. Schmeckt gut? Mhm. Ihr müsst es ausprobieren. Ich bin voll stolz auf mich. Ich sag, komm du auch. Wieder. Das ist lecker. Lecker? Mhm. Hier, du kriegst noch einen Löffel und dann fertig. Und dann schlafen. Heute duschen und dann schlafen. Ich will
fertig? Ja, wenn fertig ist. Ach. Ja, der Vater hat einen guten Hut. So macht man eigenes Honig. Nein, ist kein Honig. Eigene Honig, eigenes Hustensaft. Nein. War voll gut. Hallo, nein. Nobu. Das muss jetzt eine Woche reichen. Bambi, Minja, zwei Löffel. Lege geht der Nando. Komischer. Nein. Genabila. Nein. Nein, nein, nein. Ja, Leute, das war's. Ich muss jetzt mich dann ans Video schneiden machen. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Und wenn ja, dann hinterlasst mir noch einen Daumen hoch. Und vergesst nicht zu abonnieren. Heute war ich ganz natürlich. Ne? Thumbs up für das auch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann ganz einfach in einem nächsten Video oder in einem nächsten Vlog wieder. Ich glaube, es wird ein Video. Vielleicht schaffe ich es morgen, ein Video zu drehen. Dann mache ich das für Sonntag für euch fertig. Gut, dann